Hallo, Christian Freistleben, Fachhochschule St. Pölten. Ich bin gemeinsam mit Josef Buchner von der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich für die Vorbereitung und Umsetzung der Konferenz Inverted Classroom and Beyond zuständig, die am 20. und 21. Februar in der Fachhochschule St. Pölten stattfindet und wo es herzlich willkommen ist, sich anzumelden. Und ich habe eine unserer Referentinnen hier bei uns, nämlich die Petra Hauptfeld, und ich darf Sie bitten, dass Sie sich vorstellen. Ja, hallo, mein Name ist Petra Hauptfeld. Ich bin Professorin an der Fachhochschule Burgenland, Standort Eisenstadt, im Wirtschaftsdepartement schon seit 2004. Und ich bin eingeladen worden, bei der Konferenz mitzumachen, weil wir zwischen 2014 und 16 einen Online-Kurs entwickelt haben zum Academic Writing. Und ich nehme an, darum geht es jetzt hier. Genau so ist es. Fangen wir an mit unserem WordWrap. Ja? Das größte Potenzial, das Sie am Inverted Classroom-Modell sehen, ist. Dass wir den Studenten Feedbacks geben können, hochqualitativ, und dass die Studenten auch Peer-Feedback erlernen. Ja, einem Kollegen und einer Kollegin, der die mit ASM beginnen wird, will, würden Sie was dringend empfehlen? Eine gute Kombination zwischen Online-Tools und virtuellem Klassenzimmer, dass die Übungen gut aufeinander abgestimmt sind. Eine Rückmeldung, die Sie ab und an von Lernenden zum ASM hören, eine positive ist. Es ist zum Teil aufwendig, wenn man es mit moderner Technologie kombiniert, aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr lohnend, weil man in einen direkten und besseren Kontakt mit den Studierenden treten kann. Das beantwortet die zweite Frage, die ich gestellt hätte, und ich stelle die vorherige Frage noch Ja, einmal okay. dazu, nämlich, das ist wunderbar, nämlich, was sagen die Lernenden dazu? Die Lernenden, denke ich, fühlen sich ein bisschen befreit von diesem traditionellen Klassenzimmer, müssen aber gut geführt und angeleitet werden, dass sie das auch akzeptieren. Ja. Ihr persönliches ICM-Motto ist daher. Just do it, try it out and see what happens. Jawohl, und bei der Konferenz freuen Sie sich auf. Interessante Fragen, anregende Diskussionen, spannende Debatten. Genau, wunderbar. Sie haben ja ein Erasmus-Projekt laufen gehabt zum Thema Academic Writing. Beschreiben Sie uns bitte ganz kurz dieses Projekt. Das ist in den strategischen Partnerschaften entwickelt worden, von der EU finanziert. Und es geht darum, einen MOOC, oder es ging darum, einen MOOC zu entwickeln in 7 Sprachen, und zwar Deutsch, Englisch und 5 südosteuropäische Sprachen, um den Studierenden das Schreiben von Bachelor- und Masterarbeiten zu erleichtern. In 6 Modulen für Studierende und ein Modul für Lehrende werden eben wichtige Themen hier abgehandelt zum akademischen Schreiben. Die Sprachen erschließen sich daraus, dass wir ja am Wirtschaftsdepartement bei uns im Burgenland Ost- und Südosteuropa als Schwerpunkt haben. Daher haben wir diese Sprachen gewählt. Das waren Tschechisch, Ungarisch, Kroatisch, Slowenisch und was war die fünfte? Das wird uns Fällt noch mir jetzt einfallen. momentan nicht ein. Das Ja, passt, das ist fünfte wunderbar. ist. Kein Problem. Ich erlebe es am Weg der Begleitung von Studierenden zu Bachelor- und Masterarbeiten so, dass Lehrende oft sagen, jetzt muss ich zum 27. Mal erklären, wie ich jetzt gut recherchiere oder wie der Aufbau eben so einer wissenschaftlichen Arbeit ausschaut. Das ist ja genau das, was dieser Kurs auch abdeckt. Um dann, also das wäre jetzt so meine These, um dann mit den Studierenden viel intensiver und mehr Zeit dran zu haben, tatsächlich das auszuprobieren und an der Arbeit konkret zu arbeiten, oder? Richtig, ja, genau so ist es. Also man kann den Kurs sehr gut mit diesen Präsenzeinheiten verbinden, denn entweder man arbeitet, also die Studierenden arbeiten vor und man bespricht dann im Inverted Classroom sozusagen noch einmal die Forschungsfrage und geht darauf ein, oder man bespricht Teile zuerst in der Klasse und macht Übungen dazu und kann mit dem Kurs auch nacharbeiten. Ja. Beides ist möglich. Es empfiehlt sich aber sozusagen eine Anleitung, dass man zuerst in der Klasse beginnt und dann, je länger der Kurs dauert, die Geschichte umdreht
dass dann die Studierenden mit dem Kurs wirklich arbeiten und man im Virtual Classroom dann Fragen aufarbeitet, Feedback gibt zu Texten etc. So ist es gedacht. Ja. Ja. Also wir setzen ja inzwischen hier bei der FH St. Pölten auch eben Videos aus diesem Kurs ein und auch Übungsaufgaben, und das funktioniert wirklich gut. Der Zugang zu diesem Projekt ist ja weiterhin kostenlos, oder? Ja, so ist es. Es ist ein EU-Projekt, daher man muss sich registrieren, das schon, aber der Zugang ist kostenfrei. Mhm. Sie werden ja einen Workshop dazu gestalten. Was wird in diesem Workshop die Teilnehmenden erwarten? Vor allem werden wir uns damit beschäftigen, wie man eben im Blended Learning Verfahren den Kurs am besten einsetzen kann, welche Übungen man vor der Präsenzphase oder nach der Präsenzphase einsetzt und wie man vor allem den Kurs mit dem Inverted Classroom gut kombinieren kann. Stelle ich Ihnen auch vor. Denn das, was Sie angesprochen haben, sind vor allem die ersten zwei Module. Die weiteren vier Module für die Studierenden beschäftigen sich ja auch mit Selbstcoaching, ein wenig auch mit Marketing, mit ICD-Tools, wie man die benutzt für die Datenverwaltung und Literaturrecherche etc. Das heißt, sind der Kern. Ja, das heißt, mit diesem Online-Kurs werden auch Schlüsselkompetenzen angesprochen, die ja eben gerade, also besonders in der Phase vom Bachelor-Master arbeiten und Prüfungen sehr wichtig sind, oder? Ja, genau, so ist es. Also es geht zum einen natürlich um das Schreiben und diese Schreibtechniken, die ja an Universitäten und auch Fachhochschulen wenig gelehrt werden. Mhm. Wir haben zwar diese empirische Forschung, wir haben das Begleitseminar zu diesen Bachelorarbeiten, aber direkt dieses Handwerk des Schreibens kommt hier oft zu kurz. Also das wird gelehrt, vor allem in diesen ersten zwei Modulen, und in vier weiteren Modulen geht es um diese Schlüsselkompetenzen. Wie präsentiere ich zum Beispiel eine Bachelorarbeit vor potenziellen Investoren? Ist ja auch ein Thema heutzutage, glaube ich, das ganz entscheidend ist. Ja. Gut, wunderbar. Dann wir freuen uns schon sehr auf diesen Workshop bei der Konferenz, und ich bedanke mich für dieses Gespräch. Wir zwei werden dann nachher noch kurz nachplaudern, aber für jetzt sage ich vielen Dank, und wir freuen uns sehr auf die Konferenz Inverted Classroom and Beyond. Nicht vergessen, anmelden. Dankeschön.